Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Dr. Maria Börner. Hallo Maria. Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dieser Einladung gefolgt bist und zwar aus dem, nicht ganz so fernen, aber dann doch nicht in Deutschland befindlichen Amsterdam. Da bist du nämlich momentan als Anwältin tätig, stimmt's? Richtig, genau. Ich bin gerade auf einem Secondment, einem kanzleiinternen Secondment. Das heißt, ich bin zwar für Allen & Overy in Deutschland tätig, aber im Moment für ein halbes Jahr im Amsterdam-Office. Wenn du mir schon diese Vorlage lieferst, müssen wir, glaube ich, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so in der Kanzleiwelt unterwegs sind, erstmal ein kleines bisschen erklären, was ein Secondment ist. Du hast es gerade schon umrissen und aber auch mal darlegen, was denn die Vorteile eines Secondments sind. Warum machst du das jetzt gerade? Ja klar, das ist eine gute Frage. Die haben mir sowohl meine Freunde als natürlich auch kanzleiintern meine Kollegen gestellt. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Chance, die A&O bietet. Also das machen natürlich auch viele andere Kanzleien oder Unternehmen. Es ist insgesamt einfach eine Möglichkeit, auch mal die Kollegen, die Kultur eines Unternehmens, aber natürlich auch eines anderen Landes kennenzulernen. Und die Kanzlei bietet mir jetzt in diesem Zusammenhang einfach die Möglichkeit, im gleichen Rechtsbereich zu arbeiten, nur eben halt von einem anderen Standort. Das ist eine total spannende Sache. Welcher Rechtsbereich ist das? Welches Rechtsgebiet? Ich bin im Corporate M&A-Team tätig. Mhm. Ich bin, um da nochmal den Bogen zu spannen, eigentlich im Frankfurter Büro von Allen & Overy und bin jetzt hier im Moment gerade in Amsterdam im Private Equity Team. Mhm. Und das ist ziemlich interessant. Man denkt ja ganz oft, das sind so manchmal so die Vorteile, mit denen man da ins Jurastudium geht. Und nein, deutsches Recht, ich kann jetzt immer nur in Deutschland bleiben. Was mache ich denn jetzt? Habe ich mir jetzt den Auslandsbezug kaputt gemacht? Im Gegenteil, ich glaube, das ist ja eigentlich das beste Beispiel gerade, dass man einfach die Möglichkeit hat, wenn man in einem Bereich tätig ist, wie ich jetzt gerade, Corporate M&A, das kann man natürlich auch wunderbar von Amsterdam mit den Kollegen aus machen. Das ist echt eine total spannende Möglichkeit, hier mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und die Deals auch mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn die Tätigkeit, die wir machen im Transaktionsbusiness, im Private Equity Bereich, sind ja sowohl von Holland als auch aus Deutschland möglich und man arbeitet einfach nochmal anders mit den Kollegen zusammen. Das ist schon super. Wir gehen da nachher noch mal ein kleines bisschen drauf ein, inwieweit sich die niederländische Kanzleikultur, wenn man das so weit fassen darf, vielleicht auch von dem ein oder anderen Spezifikum in Deutschland unterscheidet. Aber lass uns zuerst noch mal so ein bisschen deinen Background beleuchten. Wo hast du studiert? Warum hast du Jura studiert? Und wie kamst du dann in die Kanzleiwelt? Ja, das mache ich gerne. Ich bin in Hamburg geboren, gebürtige Hamburgerin. Und ich habe da auch mein Abitur gemacht und bin dann tatsächlich auch in Hamburg geblieben fürs Studium. Das war tatsächlich, hat sich damals ergeben, ich war damals im Doppeljahrgang. Da haben einfach so unfassbar viele Abiturienten ihr Abi gemacht, dass die Unis völlig überfordert waren, glaube ich, mit der Flut an Bewerbungen. Und Hamburg hat einfach am schnellsten die Rückmeldung gegeben. Deswegen, wie das manchmal so ist im Leben, hat sich das eher ergeben als jetzt spezifisch geplant. Ich bin dann, habe in Hamburg mein erstes Staatsexamen gemacht 2014 und hatte während des Studiums ganz coole Auslandsaufenthalte, unter anderem in Hongkong. Da habe ich mein erstes Auslandspraktika gemacht und habe da schon gemerkt, dass es eigentlich total einfach ist, aber auch spannend, wenn man eine gewisse Station im Ausland macht. Das hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen. Da war dann für mich klar, also irgendwie ins Ausland soll es auf jeden Fall nochmal gehen. Ich habe mich dann nach dem ersten Staatsexamen für das Referendariat in Frankfurt entschieden, Frankfurt am Main, weil ich da schon dachte, coole Stadt, es ist relativ international, man hat viele große Kanzleien, man hat viele verschiedene Möglichkeiten, es ist relativ belebtes Umfeld mit vielen beruflichen Möglichkeiten, deswegen war dann klar, da will ich mein Referendariat machen. Sag mal, wie bist du denn an dieses Praktikum in Hongkong gekommen? Du hast das jetzt gerade so relativ selbstverständlich dargelegt, aber es ist ja doch eher ein außergewöhnliches Praktikum jedenfalls. Also während man vielleicht eine Wahlstation öfters ja mal im Ausland macht, sind jetzt Praktika nicht unbedingt selbstverständlich im Ausland, oder? Das stimmt, das stimmt. Wie habe ich das geschafft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit Hartnäckigkeit, mit gesundem Selbstbewusstsein, auch keine Überheblichkeit, aber wirklich einfach mit dem Ziel vor Augen, ich möchte das machen. Wo warst du dort? Ich habe ein Schülerpraktikum damals gemacht bei Inns & Co.
Das ist eine britische Kanzlei, die sich auf Schifffahrtsrecht spezialisiert hatte. Mhm. Und die haben damals gesagt, ja, wenn das Studium ansteht, soll ich mich auf jeden Fall melden. Und das habe ich dann gemacht und habe gesagt, hier bin ich, jetzt studiere ich. Wo darf ich denn jetzt hin? Und ah, cool. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Also wenn so ein Angebot kommt oder auch jemand mal sagt, Mensch, lass uns in Kontakt bleiben, auf jeden Fall immer machen. Man weiß nie, wohin einen das führen kann. Und wenn so ein Angebot im Raum steht, sollte man jede Gelegenheit auch ergreifen und sagen, Mensch, super, vielen Dank, bringe ich mich gerne ein. Das mache ich gerne. Und das habe ich dann gemacht. Klar, man muss natürlich schauen, klappt das mit dem Visum? Wie komme ich da hin? Wie kann ich da meinen Aufenthalt organisieren? Aber jedenfalls, wenn man die Möglichkeit hat, denke ich, sollte man sowas immer wahrnehmen. Und wie man sowas ausgestaltet und wie man da hinkommt, da findet man immer Lösungen. Mhm. Gut, dann zurück nach Deutschland. wir zoomen einmal in Google Maps raus und nach Frankfurt wieder rein. Du warst gerade bei deinem Referendariat in Frankfurt. Richtig. Und warum bist du nicht Staatsanwältin dann geworden während des Referendariats oder Richterin? Auch eine gute Frage. Das war eigentlich immer klar. Also ich wollte immer Rechtsanwältin werden. Das fand ich damals einen faszinierenden Job. Ich fand es spannend, wie man wirklich in diesem internationalen Umfeld arbeiten kann. Meine erste Station hat mich dann auch in eine amerikanische Kanzlei gebracht. Ich war dann dort und habe mit auch vielen Kollegen aus Amerika zusammengearbeitet. Mhm. Das war ein richtig cooler Teamzusammenhalt. Es hat Spaß gemacht, die Kollegen waren cool. Es war wieder international, wirklich sehr viel auf Englisch. Und das ist ja schon, denke ich, wenn man aus dem Studium kommt, wo ja doch alles stark sich deutsch geprägt ist, wenn man nicht möchte, muss man überhaupt kein einziges Wort Englisch sprechen während des ganzen Studiums. Ja, das stimmt. Und dann steht man da in Frankfurt am Main in so einer Kanzlei, in so einem Hochhaus und auf einmal ist alles auf Englisch und es ist total aufregend, ja, und die Leute sind ganz anders und man denkt sich, hoppla, also so sieht dann doch die große Welt aus. Spannend, ja. Also ich fand das cool. Ich wusste irgendwie, nee, genauso möchte ich arbeiten. Das finde ich klasse. Mhm. Das fand ich toll. Und dann bist du da geblieben oder wie hast du es dann weitergemacht? Wie ging dann dein Werdegang weiter? Du hast doch irgendwann auch noch zwischendurch so eine Promotion geschrieben. So wahrscheinlich abends von 9 bis 11 oder wie muss man sich das vorstellen? ja, fast. Nein, mein Referendariat hat mich dann noch einmal nach Washington gebracht. Da war ich bei der Botschaft. Da habe ich nochmal einen Stop in der Wahlstation eingelegt. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit, weil ich dachte, so einfach kann man ja doch nicht in den Politikbereich reinschnuppern, wenn man dann fertig ist. Das war sehr interessant. Dann bin ich zurückgekommen, war fertig mit dem zweiten Examen. Das war 2017. Auch irgendwie eine spannende Zeit. Auf einmal ist man durch, nachdem man irgendwie ja jahrelang in diesem System der Ausbildung drinsteckt. Und auf einmal steht man dann doch mit beiden Füßen im Berufsleben und im Alltag. Das fand ich dann schon sehr aufregend. Und dann, wie du richtig gesagt hast, dachte ich mir, nee, soll da nicht direkt losgehen. Und dann habe ich noch promoviert tatsächlich, aber nicht in Frankfurt. Dafür bin ich nochmal nach Berlin gegangen. Vollzeit oder berufsbegleitend dann? Am Anfang Vollzeit. Das kann ich auch jedem raten. Das war unfassbar wertvoll für mich, dass ich am Anfang die Möglichkeit hatte, mich hinzusetzen, mir Gedanken zu machen, mich mit dem Thema vertraut zu machen, mich mit meinem Doktorvater auszutauschen. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit am Anfang in die Struktur und die Gliederung meiner Doktorarbeit gesteckt. Und ganz oft fragen natürlich Kollegen oder insbesondere auch bei uns die Referendare oder auch Studierende, die wissen möchten, was ist so der tollste Tipp? Das ist schwierig. Jede Person ist völlig unterschiedlich und jeder hat eine ganz andere Herangehensweise. Aber ich glaube, völlig person- und charakterunabhängig kann man sagen, macht euch am Anfang Gedanken. Denkt diese Arbeit einmal durch. Überlegt euch, wo ihr hin wollt, was das Ziel sein soll. Und wenn man das so gut strukturiert hat, kann man eigentlich so eine Arbeit auch fast wie eine kleine Hausarbeit schreiben, dass man sich sagt, hier, das ist das Unterthema von dem Unterkapitel zu dem Gedanken. Und man kann sich dann auch mal hinsetzen und sowas isoliert in einer Woche schreiben. Und dann geht's weiter. Dann kann man auch mal kurz eine Pause machen, in Urlaub fahren, sich wieder mit was anderem beschäftigen. Man hat diesen roten Faden, den muss man nicht ständig suchen. Den hat man am Anfang gefunden. Und das ist irrsinnig hilfreich. Natürlich auch ein bisschen frustrierend, weil man sitzt am Anfang da und hat ja noch gar nicht viel geschrieben. Und man sieht um einen herum in der Bibliothek die Leute, die wie verrückt die Finger in die Tastatur hauen und da irgendwie jeden Tag 2-3 Seiten produzieren. Man denkt sich, oh nein, das schaffe ich nie, das aufzuholen. Doch, weil man natürlich den Vorteil nach hinten raus hat. Also deswegen mein Tipp, einmal durchdenken, für sich überlegen, wo die Reise hingehen soll und dann ist das auch machbar. Was war denn dein Thema so ganz grob?
Mein Schwerpunkt in der Universität war tatsächlich Europarecht, Europa- und Wirtschaftsrecht. Da habe ich dann meinen Doktorvater kennengelernt. Mhm. Das Thema ist die Harmonisierung des Binnenmarktes. Und zwar geht es da um die Steuerungsmechanismen, die im europäischen Recht zur Verfügung stehen. Das ist ein relativ weites Thema, deswegen war es begrenzt auf den Dienstleistungssektor, also auf die Dienstleistungsfreiheit der Artikel 56 folgende. Und insgesamt fand ich die Frage spannend, wie man es schaffen kann, gewisse Bereiche so anzunähern, nicht anzugleichen, sondern anzunähern, finde ich, ist eine schöne Umschreibung, dass man eigentlich innerhalb der gesamten Europäischen Union, also innerhalb des Binnenmarktes, ein Recht hat, das es einem ermöglicht, auch grenzüberschreitend tätig zu sein. Und das in Bezug auf den Dienstleistungssektor, der natürlich auch durch die Digitalisierung gerade relativ präsent im Fokus steht, da auch gewisse Möglichkeiten und Potenzial für weitere Entwicklung bietet. Das war eine gute Verknüpfung von europarechtlichen Fragen, aber auch aktuellen wirtschaftlichen Fragen, die sich da auch, die man auch in den Medien wiederfindet. Und da zieht sich ja auch so ein bisschen dein Faible, das kann man glaube ich schon jetzt ja sagen, für das Internationale auch durch. Ne? Also da hättest du ja auch irgendwie über, weiß ich nicht, deutsches Steuerrecht promovieren können. Dann hättest du diesen internationalen Bezug vielleicht nicht ganz so sehr gehabt, wenngleich mir jetzt Steuerrechtler bestimmt sagen würden, dass da auch ganz, ganz viel Internationales drin steckt. Also bitte nicht als Affront verstehen. Die armen Steuerrechtler müssen immer herhalten. Nein, Steuerrecht ist super. Das brauchen wir auch. Genau. Nee, also das fand ich schon gut. Und Berlin ist eine tolle Stadt. Also auch das kann ich jedem nochmal empfehlen. Auch wenn man schon mal für sich den Plan erstellt hat, wo man hin möchte, was man erreichen möchte, schadet auch nicht nochmal eine kleine, ich würde jetzt nicht sagen Pause, also die Diszeit war jetzt bestimmt kein Urlaub, aber einfach nochmal für sich zu überlegen, hey, da habe ich jetzt Lust drauf, eine Stadt finde ich spannend, da habe ich gegebenenfalls auch Freunde, dann just do it, ja, also die Zeit kommt nicht wieder und es war eine tolle Zeit, nicht nur wegen der Promotion, sondern auch wegen der Stadt, klar, gar keine Frage. Gut, und dann kam irgendwann der Berufseinstieg, ne? Ja. Wie lange bist du jetzt Anwältin? Ich bin jetzt ziemlich genau 2 Jahre, ein bisschen mehr, Anwältin. Ich bin dann zurück nach Frankfurt gegangen, denn Frankfurt hat, wie ich finde, das hatte ich ja eben schon kurz angerissen, einfach wahnsinnig viele spannende Möglichkeiten. Und das erschien mir so die Stadt, wo man jedenfalls, um beruflich zu starten, sein Netzwerk zu erweitern und aber auch mit spannenden Leuten zusammenzuarbeiten, erschien mir das die beste Stadt dafür. Und so bin ich bei Allen & Overy gelandet. Genau. Das war 2019. Und setzt dich dort unter anderem, das darf ich ja vielleicht so ein kleines bisschen verraten, sehr viel mit dem Thema Diversity auseinander, ne? Genau, das ist richtig. Ist das ein Frankfurter Ding? Wir haben nämlich hier, nein, also das ist eine hypothetische Frage, aber ganz kurz als Überleitung, wir hatten, oder als Einleitung zu dem Themenkomplex, wir hatten hier vor einigen Folgen den Managing Partner einer anderen Frankfurter Kanzlei zu Gast, der sich auch sehr viel mit dem Thema auseinandersetzte und da ganz interessante Insights geteilt hat. Und der sagte unter anderem, das Thema oder die Bezeichnung Frauenförderung bei Diversity, die fände er ganz, ganz schlimm. Du hast dieses Wort in unserem Vorgespräch genutzt. Inwiefern ist das vielleicht wirklich Kern dieser Thematik auch mit? Und inwieweit kannst du verstehen, dass man sagt, eigentlich ist das Wort vielleicht nicht ganz so passend auch in dem Zusammenhang? Ich kann das total verstehen. Und ich habe auch so ein paar Schwierigkeiten, das Wort Frauenförderung zu benutzen. Andererseits bin ich auch ein Fan davon, Sachen einfach anzusprechen. Das Wort Diversity ist ja eigentlich relativ ähnlich wie Frauenförderung. Da gibt es Leute, die bei denen geht auf einmal gehen die Emotionen, kochen hoch und denken sich, wow, da bin ich leidenschaftlich für, finde ich super. Tolles Stichwort, danke, da habe ich folgende Ideen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, oh Gott, nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder dieses Diversity-Thema, bitte nicht die Frauenförderung. Ich glaube, es kommt darauf an, was dahinter steckt. Und das, was dahinter steckt, was man damit umschreiben möchte, das kann ja jeder individuell für sich ausfüllen. Aber dass es nun mal unter diesen Oberbegriff Diversity oder Frauenförderung fällt, ist, glaube ich, ein Fakt. Ich glaube, man muss sich überlegen, was meine ich damit? Und mit Blick auf Diversity, denke ich, haben viele Leute die Befürchtung häufig, dass es eine Art Trendwort ist im Moment. Es ist überall in aller Munde. Man liest es überall. Ja, das soll jetzt überall kommen. Aber was heißt das eigentlich konkret für Kanzleien? Das ist doch die Frage, die dahinter steckt. Warum ist das im Moment eigentlich so präsent? Warum reden wir da so viel drüber? Und wenn man dann mal überlegt, Diversity heißt doch im Grunde genommen eigentlich nur, dass man ein Arbeitsumfeld schaffen möchte, in dem jeder
inklusiv seinen eigenen Platz findet und auch willkommen ist und gefördert werden kann, dann denke ich, nimmt man da schon so ein bisschen die Angst und die Sorge hinter diesem Wort raus und zeigt doch eigentlich den Leuten, eigentlich möchten wir doch nur eine Kultur schaffen als Kanzlei, als Arbeitgeber, in der sich jeder wiederfindet, in der jeder wirklich sein volles Talent ausschöpfen kann und seine Leistung zeigen kann, ohne dass er irgendwelche Hindernisse oder Hürden hat. Was sind denn typische Hindernisse in der Vergangenheit gewesen? Vielleicht auch so eher in der Breite der Gesellschaft formuliert. Wir müssen da sozusagen niemanden spezifisch rauspicken. Klar, das ist ziemlich interessant. Ich glaube, wenn man sich mal anschaut, was so die Probleme in Deutschland sind, kann man relativ schnell gewisse Hürden feststellen, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Also als Beispiel schaut man sich jetzt Kanzleien oder Unternehmen in Osteuropa an. Gibt es natürlich häufiger Probleme mit LGBTQ-Rechten. Klar, das ist da nicht ganz so offen, alleine von der Rechtslage her, wie jetzt beispielsweise in Deutschland. Da sind wir relativ liberal. Ging ja auch sehr durch die Medien. Also, dass man da beispielsweise in Polen, um mal ganz konkret Ross und Reiter zu nennen, wirklich ernsthaft auch gesellschaftlich, Probleme bzw. Rückständigkeit beobachten kann. Ja, Ungarn ist auch eine relativ komplexe Rechtslage. Ja, gar keine Frage. Wenn man sich das dann im Vergleich zu Deutschland anschaut, würde ich sagen, sind wir da schon relativ weit. Nicht auch noch nicht am Ende, aber natürlich weiter. Man hat natürlich auch andere Länder, in denen häufig gewisse soziale Hintergründe nicht ganz so widergespiegelt werden, wie es die Breite der Gesellschaft eigentlich möglich machen sollte. Da denke ich jetzt an Frankreich. Da hat man eigentlich ein relativ buntes Arbeitsumfeld, stellt dann aber doch wieder fest, dass verschiedene Führungspositionen doch immer wieder von der gleichen Elite-Universität kommen. Und das ist ja auch nicht so in Deutschland. Unsere Universitäten sind in der Regel größtenteils kostenfrei, von kleinen Studienbeiträgen mal abgesehen. Aber alleine das ist ja schon eine sehr, sehr niedrige Hürde, grundsätzlich an die Universität zu gehen, weil sich das grundsätzlich auch, da gibt es viele, viele Abweichungen, Einzelfälle, aber grundsätzlich jeder leisten könnte. Auch da sind wir nicht perfekt, überhaupt gar keine Frage. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber man hat natürlich eine leichtere Ausgangssituation. Was in Deutschland, wenn man sich das wiederum im Vergleich anschaut und es einordnen möchte, meines Erachtens schwierig ist, ist einfach im Moment die gesellschaftliche Akzeptanz von Frauen, die sich in Führungspositionen stark machen möchten. Und auch einfach die dahinterstehende Frage, wie man die Familie, aber auch die Karriere in Deutschland managen kann. Das ist nicht nur ein frauenspezifisches Thema. Das Thema betrifft meines Erachtens natürlich auch Männer. Denn auch Männer werden Eltern. Es ist ein Problem, das Frauen und Männer betrifft. Aber in Deutschland häufiger Frauen, denn gerade in Deutschland ist das Thema der Kinderförderung immer noch ein sehr an Frauen behaftetes Thema. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Ja, denn je mehr Frauen aus dem Job ausscheiden und nicht mal als Arbeitskraft zur Verfügung stehen, weil sie sich beispielsweise um die Familie verstärkt kümmern oder zum größeren Teil als der jeweilige Partner, dann merkt man das ja auch als Kanzlei, weil gewisse Frauen ausscheiden, ihre Arbeitszeit vermindern und das hat ganz konkrete Auswirkungen natürlich, ja. Das sieht man ja auch, wenn man sich mal die entsprechenden Statistiken anschaut, dass Gehälter mehr oder weniger mit so einem kleinen Gender Pay Gap, wo man natürlich auch nochmal drüber sprechen müsste, gleichlaufen, bis dann sozusagen Babypause kommt und danach läuft es dann jedenfalls gesamtgesellschaftlich gesehen ziemlich auseinander, ne? Ja, das ist ein wirklich sehr faszinierendes Beispiel und auch eigentlich verrückt, dass wir darüber im 21. Jahrhundert noch so sprechen müssen. Ich glaube, da gibt es ein richtiges Wort für einen richtigen Begriff, das heißt Motherhood Wage Penalty. Also übersetzt sowas wie... Wieder was gelernt? Ja. Übersetzt kann man quasi sagen, Frauen werden finanziell dafür bestraft, Kinder zu bekommen. Ja, das ist eine ganz harte Aussage, keine Frage. Ich habe die Statistik nicht gemacht. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass Väter durchschnittlich mehr Geld verdienen nach der Geburt eines Kindes und Mütter weniger Geld. Und das ist ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, das natürlich keine Kanzlei lösen kann. Überhaupt keine Frage. Aber man könnte sich natürlich fragen, woran liegt sowas, ja? Warum scheiden Mütter so häufig aus dem Job aus nach der Geburt? Das hat sicherlich auch Gründe der Infrastruktur in Deutschland. Also wenn man sich mal anschaut, wie in Deutschland, gerade im Vergleich zu Frankreich, aber auch hier
In Amsterdam sehe ich, dass wir die Niederlande das managen, gibt es schon große Unterschiede. Also in Deutschland einen Kita-Platz kurz nach der Geburt zu bekommen, ich glaube, das ist ja fast schwieriger als ein Sechser im Lotto, nicht? Mhm. Und da denke ich, hat auch die Politik einen Auftrag. Das kann natürlich auch eine Kanzlei in der Art nicht erfüllen, aber man kann trotzdem Unterstützung anbieten. Was passiert denn aus deiner Sicht in der Kanzleiwelt, was vielleicht noch anders ist als früher, was dann auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärkt? Ich glaube, was sich im Moment ändert, und das erleben wir gerade ganz stark, ist, dass sich das Mindset der Bewerber, aber auch der neuen Generation an Anwälten ändert. Mhm. Das sieht man daran, wenn man sich mal anschaut, was Jurastudenten, aber auch Referendare oder auch Berufseinsteiger, was denen wichtig ist, ist das in allererster Linie das gute Betriebsklima beim Arbeitgeber. Dazu zählt aber auch ein offenes und inklusives Arbeitsumfeld. Da sind wir ja wieder beim Thema Diversity. Was heißt das eigentlich? Welche Auswirkungen hat das? Mhm. Und auf Platz 2 liegt ganz häufig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Das heißt, wenn man es schaffen möchte, eine Top-Elite-Kanzlei zu sein, mit Top-Mandanten und Top-Aufgaben, dann braucht man natürlich auch Top-Leute und klar, Top-Anwälte, die dabei sind. Und die muss man versuchen zu bekommen, die muss man versuchen zu halten, die muss man versuchen zu überzeugen, dass die Kanzlei auch top ist. Und dazu gehören diese Punkte. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, tolles Betriebsklima, inklusives Arbeitsumfeld. Das heißt, es ist, um diesen Bogen zu spannen, Diversity ist nicht nur ein Schlagwort, das wir uns jetzt auf die Fahne schreiben und im Juni unsere Flaggen bunt machen, um zu zeigen, hey, das finden wir klasse, sondern Diversity hat Auswirkungen darauf, wie sich auch die Kanzlei zusammensetzt. Die Kollegen, mit denen arbeitet man jeden Tag zusammen. Und wenn man da den Eindruck hat, die Kollegen haben vielleicht nicht gerade dieses Mindset, was ich mir wünschen würde, dann ist das tatsächlich für viele ein Punkt, der den Arbeitgeber in diesem Zusammenhang unattraktiv machen könnte. Mhm. Und vor dem Zusammenhang finde ich es total wichtig und richtig, dass A&O sich dafür sehr stark einsetzt und gewisse Diversity-Überlegungen, Programme hat, um eben halt dieses Mindset zu fördern. Neben dem Mindset spielt ja auch so ein faktischer Umgang im Arbeitsalltag mit Kindern und mit Familie und mit privaten Bedürfnissen eine große Rolle. Und meine persönliche Erfahrung in den letzten 2 Jahren, jetzt so mit Corona im Rücken sozusagen, ist, dass da natürlich auch viel Vertrauen am Ende des Tages entgegengebracht werden muss, beidseitiges Vertrauen. Und dass das aber ganz gut funktioniert, dass man auch mal mehr remote arbeitet, dass man flexibler arbeitet, so dieses typische, ich gehe halt vielleicht um 5 Uhr dann auch mal aus der Kanzlei raus und bleib nicht bis 23 Uhr, arbeite aber dafür später nochmal von zu Hause, wenn ich irgendwie die Kinder versorgt habe. Würdest du mir da zustimmen dahingehend, dass vielleicht auch Corona da nicht nur ein Digitalisierungsbeschleuniger, sondern auch so ein bisschen so ein Vertrauensbeschleuniger oder Beziehungsbeschleuniger in der Hinsicht ist, dass innerhalb der Kanzlei mehr Verständnis sich entgegengebracht wird? Oder insgesamt im Arbeitsumfeld? Ja, das finde ich ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Und ich mag das Wort Vertrauensbeschleuniger. Das ist mindestens mal so ein positiver Attribut, den man der ganzen Corona-Pandemie abgewinnen kann. Sehr, sehr schönes Wort. Ja, doch, das würde ich sagen, da stimme ich dir zu. Früher hatte man, denke ich, sehr vorherrschend die Ansicht, dass man ins Büro geht, gerade als Anwalt, sehr klassischer Job, man kommt morgens um 9 vielleicht ins Büro und dann sitzt man halt abends da, ja, so lange, wie es halt dauert, ne? Mhm. Und da sind die wenigsten um 17 Uhr mal nach Hause gegangen, haben mit der Familie zu Abend gegessen, sind dann zurückgekommen. Ich glaube, da war man vor ein paar Jahren doch noch durchaus ein kleiner Exot. Natürlich, Corona hat gezeigt und überhaupt eigentlich ja der Zwang, den wir vor fast 2 Jahren hatten im März 2020, als es auf einmal losging, von zu Hause arbeiten zu müssen, dass es funktioniert. Mhm. Ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn man sich mal die Kanzleien anschaut, die Umsätze, die Erfolgsquoten der Kanzleien. Es war ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr 2020, 2021. Ich denke, 2022 wird ähnlich. Jedenfalls aus Corporate M&A-Sicht. Total tolle, spannende Transaktion. Und auch A&O, wir haben tolle Deals gemacht, spannende Deals, die wir fast
zu 100% remote von zu Hause aus gemacht haben. Ich glaube, hättest du da vor 3-4 Jahren Partner in den Kanzleien gefragt, könnt ihr euch vorstellen, den Deal komplett von zu Hause aus zu machen? Ich glaube, die hätten dich angeschaut, hätten gefragt, ob du Fieber hast. Ja. Aber sowas funktioniert und auch erfolgreich. Und das ist cool. Das zeigt ja, dass die Digitalisierung Vorteile hat, ja? Und um da so ein bisschen wieder zu überlegen, was bedeutet das für die Zukunft? Sehr häufig wird die Flexibilität als eine der Gründe genannt, die es Eltern erleichtert, ihren Beruf ausüben zu können. Hm. Und diese Flexibilität von zu Hause aus arbeiten zu können oder anderes Beispiel, ja, ins Büro zu kommen, aber schnell am Nachmittag doch nochmal die Kinder abzuholen von der Tagesbetreuung, nach Hause zu gehen, Mittag zu essen, zu Abend zu essen und dann weiterzuarbeiten. Das ist ja ein enormer Vorteil, den es auch so vor ein paar Jahren nicht gab. Also von daher, ja, die Kanzleien waren ja quasi gezwungen, dieses von zu Hause arbeiten zu akzeptieren und den Mitarbeitern aber auch das Vertrauen auszusprechen, von zu Hause zu arbeiten. Es gab ja gar keine andere Alternative. Mhm. Jedenfalls aus Sicht von A&O und das, was ich von meinen Kollegen und mir selbst, meinem Team mitbekommen habe, ist eindeutig, das hat auch geklappt. Und natürlich ist Vertrauen eine Grundvoraussetzung. Aber solange diese Basis da ist und man sich als Team vertraut, sich gegenseitig unterstützt, dann spricht ja nichts dagegen, dieses flexible Lebensmodell gegebenenfalls auch verstärkt fortzusetzen und zu vereinbaren mit den beruflichen Aufgaben und Herausforderungen, die es gibt und spannenden Mandaten und Projekten. Klar, klar. In dem Zusammenhang hatte ich Anfang des Jahres mal eine kleine Umfrage auf LinkedIn gestartet. Wir hatten da so knapp 2000 Antworten. Ganz interessant übrigens fand ich dabei, dass 10% der Anwältinnen und Anwälte, ich vermute mal, dass hauptsächlich Juristen geantwortet haben, weil ich das entsprechend in meinem Netzwerk geteilt habe, gesagt haben, nee, ich will in die Kanzlei. So 25-26% sagten, ich brauche Full Flex, eigentlich 5 Tage die Woche, mal zu Hause, mal Kanzlei. Und die anderen teilten sich so auf, hinsichtlich so 1 bis 2 Tage waren so 45-46% der Menschen, die gesagt haben, muss ich Flexwork haben, und der Rest sagte 3 bis 4 Tage. Also da kann man ja auch recht viel Interessantes rauslesen, ne? Wenn man mal sieht, dass 90% der Arbeitnehmerinnen sagen, hey Leute, also komplett 5 Tage die Woche ins Office ist, glaube ich, vorbei, dann spiegelt sich da auch einfach ein ganz enormer Shift wider, den wir ja jetzt auch schon in vielen Unternehmen, Kanzleien, Konzernen sehen, wo teilweise dann auch nur noch mit 60-70% der Belegschaft an Arbeitsplätzen kalkuliert wird, weil ohnehin nie am selben Tag alle im Büro sind. Jedenfalls nicht im physischen Büro, aber dann eben im virtuellen. Ne? Wie empfindest du denn dieses virtuelle Zusammenarbeiten mit deinen Kollegen? Ist das cool? Und die nächste Frage ist das in Holland vielleicht ein kleines bisschen noch anders aufgestellt als in Deutschland, oder ähnelt sich das eigentlich? Ich glaube, in Deutschland war natürlich die Situation vor 2 Jahren eine völlig neue. Mhm. Dass in deutschen Kanzleien oder auch bei A&O auf einmal völliges Remote Working von zu Hause aus stattgefunden hat, das war jetzt ja auch keine freie, unabhängige Lifestyle-Decision, sondern das lag einfach schlicht und ergreifend an dieser Pandemie. Natürlich musste man sich da am Anfang dran gewöhnen, hat sich dann natürlich aber auch als Team gut eingegroovt. Also unser Team hat beispielsweise jeden Morgen einen Team-Call gemacht, wo wir uns auch immer richtig gesehen haben mit Videos. Und um ehrlich zu sein, das war richtig schön, dass ich dann nicht so alleine zu Hause gefühlt, sondern man hatte den Austausch mit den Kollegen. Wir haben auch teamintern immer drüber gesprochen. Das hat uns allen total viel gegeben, da einfach jeden Morgen so ein Meeting von 10 Minuten zu haben als Videocall, wo man sich gesehen hat. Ja, das klappt. Was ich hier in Amsterdam beobachte, dieses Arbeitsumfeld, das ist eine andere Art von Mindset, die es aber auch schon vor Corona gab. Diese Flexibilität, die ich eben angesprochen habe, die wird hier schon seit längerer Zeit gelebt. Und ja, da muss ich zugeben, als ich hier vor ein paar Wochen ankam und gesehen habe, wie flexibel das hier gehandhabt wird, war ich auch etwas erstaunt. Ich fand es aber, und das muss ich auch sagen, ziemlich cool, wie offen und flexibel alle ihren Arbeitsalltag gestaltet haben. Mhm. Um das mal
vielleicht so ein bisschen besser zu beschreiben. Wir haben hier ein relativ cooles Gebäude von A&O in Amsterdam. Mhm. Die meisten teilen sich hier ein Büro. Das ist eigentlich relativ üblich, teilweise sogar die Partner mit Associates. Mhm. Es ist alles relativ offen. Und es ist überhaupt nicht so, dass man morgens ins Büro kommt und die gleichen Gesichter sieht, die man abends sieht, wenn man abends nach Hause geht. Sondern jeder hat so seinen Rhythmus. Es gibt ein paar Leute, die kommen auch manchmal erst zum Mittagessen, bleiben dann abends lange. Es gibt aber auch Leute, die kommen morgens früh und gehen nach dem Mittagessen. Ich habe so den Eindruck, das Mittagessen ist hier ein relativ fixer Tagesordnungspunkt, wo sich dann doch wieder alle sehen, was ja auch relativ inklusiv ist, weil ja, mittags sind ja die meisten da, egal ob du Teilzeit oder Vollzeit arbeitest. Und ansonsten drumherum schaut einfach jeder, dass er seine Arbeit macht, dass man natürlich auch seine Meetings hat. Und wenn da im Kalender steht, nächste Woche Dienstag ist um 11 ein Meeting, natürlich kommen dann die Leute auch rechtzeitig ins Büro und nehmen dieses Meeting wahr. Aber dieser Vertrauenspunkt, den hattest du ja eben auch schon angesprochen, der wird hier wirklich gelebt. Denn jeder weiß hier in diesem Team, wir sind ein Team, wir haben tolle Mandanten, wir haben tolle Projekte, tolle Mandate und wir ziehen da alle gemeinsam an einem Strang und wir schaffen das auch. Und ob das jetzt diese Arbeit vom Büro aus erledigt wird oder von zu Hause, das spielt hier keine große Rolle. Und das gibt natürlich wieder diese Flexibilität, auch beispielsweise diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser umzusetzen. Hier sind viele, viele Partner, die einfach auch schon um 16 Uhr nach Hause gehen und total offen sagen, ich hole jetzt meinen Sohn vom Kindergarten ab. Und dann wird aber auch die Tür zugemacht und die Partner gehen. Und das ist doch super, dass man dem zusammen auch Vorbilder hat, die sagen hier, I'm leaving loud und ich erzähle das auch allen. Das hat man in Deutschland häufiger, dass sich dann doch Leute so ein bisschen durch die Hintertür heraus verabschieden und sagen, oh nein, das will ich jetzt aber nicht erzählen, dass ich zum Kindergarten laufe. Und hier wird nochmal über den Flur gerufen, so ja, ich muss jetzt kochen, ich muss noch einkaufen. Das hatte ich noch gar nicht auf der Agenda. Hoppala. Und zack, sind dann die Kollegen weg. Man weiß aber, wenn ich eine Frage habe, schicke ich eine E-Mail und die rufen mich dann auch danach wieder zurück. Dann lass mich doch diese Steilvorlage nutzen. Ich muss jetzt kochen, weil ich weiß, dass viele Menschen diesen Podcast gerne auch beim Kochen hören. Euch zu danken fürs Zuhören, erst recht, wenn ihr gerade am Kochen wart oder was auch immer ihr sonst gemacht habt. Und dir ganz herzlich zu danken für diese sehr interessanten Einblicke und den kurzweiligen Plausch. Ja, sehr, sehr gerne. Und viele Grüße aus Amsterdam. Tschüss. Tschüss.